Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. Und zwar endlich haben wir die Patch-Notes für Punkt 12.11 bekommen und die werde ich mit euch jetzt gemeinsam durchgehen. Ich habe bis jetzt noch keine deutschen Patch-Notes großartig bekommen, beziehungsweise auch keine großartig gesehen, sagen wir es so. Deswegen gucken wir uns ganz kurz die englischen Patch-Notes an. Ich gebe euch gleich noch kurz meine Meinung dazu am Ende des Videos. Das werde ich ganz kurz dann auch in einem Kapitel im Endeffekt unterteilen. Das heißt, ihr könnt also direkt auch zu meiner Meinung springen, falls ihr euch die Patch-Notes schon angesehen haben solltet. Des Weiteren, Link zu den Patch-Notes wird ebenfalls im Pinned-Kommentar unten drunter sein. Und ansonsten, meine Freunde, ich gehe direkt nach dem Video auch direkt live auf Twitch. Also, falls ihr das am Tag des Uploads sehen solltet, könnt ihr da direkt mal vorbeischauen. Wäre schön, wenn ihr ein kleines Hallo da lassen würdet. Meine Lieben, let's go. Wir haben die Factory-Expansion bekommen. Auf Factory. Das ist okay. Dieser Satz war jetzt relativ unnötig. Okay, ihr wisst, was ich meine. Wir haben die Factory Expansion bekommen. Ein ganz neuer Teil, eine ganz neue Halle und ein Untergrundbereich ist dazugekommen. Geile Sachen, die wir da bis jetzt gesehen haben. Und ich bin auch schon ein paar Mal dort unterwegs gewesen. Da ist richtig Action momentan auf der Map. Bockt absolut. Ich freue mich auf jeden Fall auf High-End-PvP auf dieser Map. Denn ich glaube wirklich, dass High-End-PvP kommen wird, denn wir haben einen neuen Scav-Boss auf dieser Map unterwegs. Nämlich den guten Herrn Tagila. Das ist der Bruder von der Lore-mäßig, vom dem guten Herrn Killer. Und wir wissen bereits, also das wurde mir schon mehrfach von meinem Chat bestätigt gestern, dass Tagila eine Drop-Chance für Labs-Keykarten hat. Da hat wohl gestern bereits schon jemand eine Green-Keycard rausgezogen. Sind diversen unterschiedlichen Keycards wohl scheinbar auch bei denen zu kriegen. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann haben wir einen High-Loot-Spot auf dieser Map. Und der hat halt auch eine 5er Kopfbedeckung an, die unglaublich stark ist. Das ist praktisch wie ein Alten, High-Ricochet-Chance, allem drum und dran. Nur, dass die Rückseite des Helmes halt komplett offen ist. Wird also der absolute Chad-Helm sein im Endeffekt, weil warum sollte sich ein Chad jemals umdrehen zum Gegner? Das wird ein richtig, richtig krasser Helm sein. Werden sehr, sehr viele Spieler, die sehr aggressiv spielen, mit Sicherheit auch öfters spielen. Und ansonsten hat der gute Herr Tequila auch noch ebenfalls eine Level 6er Armor an. Das, was ich so bis jetzt mitbekommen habe, mein Tipp, falls ihr jemals gegen Tagila fighten solltet oder falls ihr Delivery from the Past machen müsst und dann irgendwie da auf ihn treffen solltet, haut euch Painkiller rein. Der, wenn er mit dem Hammer auf euch losgeht, haut er euch einen Bruch direkt rein. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich gar nicht mehr gehen können und ihr müsst ihn in der Zeit vom ersten Schlag zum zweiten Schlag, müsst ihr ihn bereits gedroppt haben, ansonsten seid ihr halt tot. Deswegen die beste Chance, wirklich komplett immer mit Painkiller da auf Factory ab sofort rumlaufen. Tut euch selber den Gefallen. Aber so viel zu dem Thema. Wir machen jetzt direkt weiter mit dieser Liste. Ich werde nur die wichtigsten Sachen so kurz anschneiden im Endeffekt, weil die Meinung mir doch ein bisschen wichtiger ist. Ich meine, die Patch-Notes könnt ihr euch selber alle durchlesen. Wir haben hier an der Stelle erstmal die Weapon Malfunctions. Heißt also, im Endeffekt können eure Waffen jetzt missfeiern. Da gibt es ein paar Probleme mit, beziehungsweise nicht unbedingt Probleme mit. Als ich gestern mit dem Herrn Meyer zusammengezockt habe, hat er mir erzählt, dass es bereits ein Video gegeben hat, dass eine Waffe mit 100% Durability missfeiern kann. Da stellt sich dann einfach die Frage, ey, ist es noch playable? Ist das zu realistisch, falls es überhaupt realistisch sein sollte? Ich habe noch nie eine Waffe großartig mäßig im Leben geschossen, kann ich nicht jetzt großartig was zu sagen. Aber dann, da ist wieder dieses Problem Realismus versus spielbar. Ist das so ein Ding, was man fahren sollte, weil das könnte halt wirklich einfach den Spielspaß zu sehr ruinieren, würden wir wahrscheinlich erst in 2-3 Wochen sehen. Gucken wir erstmal Ruhe bewahren, gucken, was da abgeht. Aber ansonsten, wenn ihr irgendwie ein Missfire bekommt, Shift-T drücken und ihr seid wieder good to go. Versucht einfach in der Zeit wegzurennen, falls ihr mitten im Offenen steht. Guckt einfach, was ihr damit machen kann. Bestimmte Ammo-Typen haben auch noch eine erhöhte Chance, misszufeiern. Ich denke mal, bei Autofeuerwaffen wird das auch ebenfalls ein bisschen krasser sein. Ist natürlich klar mit der Rate of Fire. Das schafft man normalerweise mit dem Single Fire überhaupt nicht. Ansonsten Nvidia Reflex habe ich gestern getestet und holy shit, schaltet es ein. So wie ihr eine Nvidia-Karte der Serie 900 oder neuer habt, schaltet es einfach ein. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, ich, keine Ahnung, als wäre ich Shrouds verlorener Sohn, was da gestern abgegangen ist, vor allem mit den neuen Waffen, was ich da zum Teil für One-Clicks gedrückt habe, also was ich da zum Teil wirklich für Headshots ohne Probleme drücken kann. Ich weiß nicht warum, aber um es zusammenzufassen, was ein Reflex überhaupt ist, es reduziert euren Input-Lag. Und das zum Teil bis zur Hälfte scheinbar, basierend auf den unterschiedlichen Setups dann halt. Oh,
Und es macht sich unglaublich spürbar. Es war gestern wirklich absolut der Hammer, was ich da gestern noch abgezogen habe, so wie ich es getestet habe. Also bei mir wird Nvidia Reflex komplett eingeschaltet sein. Und das für immer. Das wird nie wieder aufhören. Es fühlt sich richtig gut an, das Spiel. Wir sind dann jetzt hier auch bei dem Schritt Scav Karma. Scav Karma, meine Lieben, hat sich bis jetzt bei mir in meinem Gameplay noch nicht allzu sehr bemerkt gemacht. Im Endeffekt, wie es funktionieren soll. Entweder wenn ein Scav, der bereits andere Scavs angeschossen hat, wenn ihr diesen tötet solltet, bekommt ihr Reputation bei dem guten einen Fenster dazu, also bekommt ihr einen Ruf dazu. Und des Weiteren, wenn ihr halt Scav Extracts nutzt, wenn ihr Bosse beschützt, das heißt also wenn zum Beispiel ein Boss gerade unter Feuer steht und ihr den PMC tötet, bekommt ihr alles mögliche bekommt ihr Ruf dazu. Generell, wenn ihr einfach nur PMCs tötet, bekommt ihr Ruf dazu. Wenn ihr andere Player-Scavs angreift, ohne dass sie euch zuerst angegriffen haben oder einen anderen Player-Scav angegriffen haben, verliert ihr Reputation. Das wirkt sich alles auf die Craft-Time oder zum Beispiel auf die Zeit aus, die ihr benötigt, um die Scav-Box, um da die Scavs loszuschicken. Den Player-Scav-Cooldown, was für ein Equipment ihr tatsächlich was für ein Equipment ihr bei dem Scav habt. Wortprobleme jetzt hier gerade, Deutschsprachenlernen-Bubble. Was für ein Kit ihr natürlich beim Scav habt, ist da so die Hauptsache. Und halt die Preise, wenn ihr bei Fans verkauft. Solltet ihr den guten Herrn Fans aufs Max-Level bringen, dann könnt ihr bei dem Herrn Fans Sachen kaufen, die nicht versichert wurden. Schauen wir mal, inwiefern sich das dann halt noch großartig auswirken wird. Ich glaube, zumindest habe ich jetzt bis jetzt das Gefühl, es kann sein, dass es halt wegen dem Start vom Wipe ist. Es wird kein Interessieren vom Scav-Karma. Ich hatte von den ganzen Scav-Runden, die ich gestern gemacht habe, hatte ich eine Runde, wo wir uns gegenseitig nicht über den Haufen geschossen haben. Das war auf jeden Fall ganz cool. Ansonsten der Sorting-Table. Sorting-Table ist eine absolut geile Funktion. Es ist direkt über dem Sort-Button in eurem Stash. Klickt einmal drauf, gerade für die Leute, die einen Standard-Account haben. Da könnt ihr Sachen reinpacken, um Sachen zu sortieren. Möglicherweise einen Rig reinpacken, was ihr dann in ein Backpack packt. Oder erstmal dieses Rig dann voll machen mit den kleinsten Medic-Items oder sowas. Denkt dran, ihr könnt Backpacks und Rigs ineinander stecken. Das wird gerade jetzt am Anfang sehr, sehr vielen von euch mit Sicherheit extrem helfen, was Stash-Organisierung angeht. Nutzt einfach den Space, den ihr da drin habt. Wenn ihr einen Rig habt, ja, das Rig mag zwar 4x3 groß sein, aber in diesem Rig sind dann auch nochmal so viele Slots drin, die ihr nutzen könnt. Also nutzt die, das ist Space, den ihr braucht. Ansonsten, ja, das ist jetzt hier so ein paar Sachen, neue Body Armor, neue Vests, ein paar neue Items, die ganz cool sind. Es gibt neue Streamer-Items. Alles wunderbar, wir haben da unter anderem auch noch ein Armband von dem Team Evasion, was auch ein bisschen in der E-Sport-Szene, die E-Sport-Szene von Tarkov vorantreiben möchte, was ganz cool ist auf jeden Fall, hat Sigma ihr komplettes Item nur für das Team Evasion geopfert sozusagen, was ich echt ganz nice von ihr fand. Ansonsten New Weapons. Steht da zwar New Weapons, aber die Scar ist momentan nicht im Spiel. Und das frustriert mich. Das frustriert mich, weil die Scar wird meiner Meinung nach, zumindest die 762-Variante, wird meiner Meinung nach wirklich ein Meta-Breaker sein. Oder nicht unbedingt ein Meta-Breaker, aber wird die TMDR 762-Variante komplett ersetzen. Und ich habe es wirklich, wirklich gehofft, dass die 762er DTMD, dass die 762er Scar mit dabei ist. Für die Leute, die es nicht wissen, warum ich sehr stark hoffe, dass sie die DTMDR ersetzen wird. Sie hat genau die gleichen Auffassungen wie die M1A, heißt also, man könnte ein X15 Magazin da auch reinpacken, heißt man hätte einen 50er Mac in der 762 Variante, heißt also ein direkter Konkurrent zur SR58. Das wäre absolut geil, wenn wir das hätten. Nochmal ein paar neue Waffen in dem oberen Bereich, gerade auch Richtung Meta-Endgame. Was wir dann sehen würden, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir haben ein paar neue Quests, bis jetzt noch nicht allzu sehr davon mitbekommen. Sollte ich irgendwie eine neue Quest bemerken, kriegt ihr natürlich direkt einen Guide davon. Macht euch darüber keine Sorgen. Neue PMC-Face-Customizations, ein paar Weapon-Mods. Sehen ein paar coole Mods aus. Wir haben zum Beispiel das Thermal einfach haben wir am Start, das Thermal-Holo. Das sieht ganz lustig aus. Mal gucken, wie genau das funktionieren wird. Ansonsten gibt es da jetzt auch nicht großartig viel mehr, was erwähnenswert ist, einen neuen Background. Wir haben zwei neue Skills, Troubleshooting und Weapon Maintenance. Das hat halt mit der Jam-Funktion, mit der Missfeuer-Funktion dazu ein bisschen was zu tun. Neues Maximum-Level für die Charaktere sind jetzt bei Level 79. Die Kappa-Quest wurde schwerer gemacht. Ich bin mir unsicher genau, was das bedeutet.
Ja, es gibt einige Gerüchte, dass die Leute sagen, dass Kappa, dass man jetzt für den Kappa ein Level 71 erreichen muss. Glaube ich jetzt persönlich nicht dran, bis ich die allererste Person sehe, die genau diese Quest dann hat mit diesen entsprechenden Voraussetzungen. Aber das werden wir dann noch sehen, wenn wir soweit sind. Sammelt auf jeden Fall schon mal eure Items aus dem letzten Wipe und weiter geht's. Ansonsten ein paar Sachen, die verändert wurden. Level 20 für den Flea Market ist jetzt relevant. Stärke wurde nochmal genervt, was nicht schlecht ist, weil Stärke ja sowieso ein verdammt starker Skill war. Und ansonsten im Endeffekt ist nicht allzu viel passiert. Ein paar von den Quest Rewards wurden verbessert oder generell gebalanced. Die Spawn-Chancen von bestimmten Items wurde gebalanced. Ich hoffe, dass die USB-Sticks und die Gas-Analyzer eine höhere Spawn-Chance haben. Für die Leute, die letzten Wipe mit dabei waren, ich habe einen ganzen 24-Stunden-Stream gemacht mit dem guten Einknüppelpaste und wir haben genau einen Gas-Analyzer für mich gefunden. Und ich habe den noch nicht mehr gefunden, sondern er hat ihn für mich gefunden. Es war eine ganz kritische Geschichte. Aber gut, das im Endeffekt dazu. Ein paar Top-Tier-Munitionen sind später dazugekommen. Ein paar Fixes, die wir jetzt hier haben. Eine Sache, die mir schon mehrfach aufgefallen ist, gerade auch bei den 100-mal Stürmen, bei der Stürmenbox-Video, bei dem Video, was ich gemacht habe. Die Guards und Stürmen selbst haben einfach zum Teil keine Steps gemacht. Ja, so viel im Endeffekt dazu. Die Library wird jetzt einen Effekt auf Crafting und Hideout Management Skill haben. Also wenn die Library ausgebaut ist, wird Crafting und Hideout Management nochmal einen Ticken schneller gelevelt, was echt geil ist. Ja, aber ansonsten würde ich jetzt einfach ein bisschen zu meiner Meinung überspringen, weil die Liste mag zwar sehr, sehr lang erscheinen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute. Wir wechseln mal in die große Szene. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich bin ein bisschen frustriert. Ich sage es euch so, wie es ist. Das, was wir hier bekommen haben, Skef Karma System ist ein neues System, was das Spiel wirklich komplett hätte verändern können. Aber nichts von diesen Sachen, die wir hier bekommen haben, sollte jemals einen Wipe rechtfertigen, meiner Meinung nach. Ich bin ein bisschen frustriert, was das alles angeht. Ich hatte wirklich gehofft, dass mehr kommt, gerade auch an Funktionssachen. Wir sind leider an dem Punkt angekommen, oder nicht leider, nicht also ich möchte jetzt auch nicht Tag of Flamen, weil das ist jetzt nicht das, was ich machen möchte. Das ist nicht die Intention von meiner Meinung jetzt in dem Falle, sondern ich möchte eine Konversation mit euch starten. Ich möchte auch bitte, dass ihr mir da eure Meinung auch gerne in die Kommentare zuhaut, wenn ihr es soweit ins Video geschafft habt. Das wäre absolut geil. Was haltet ihr von dem Wipe? Weil ich bin momentan an dem Punkt so, ja, der Wipe war notwendig im Endeffekt, weil alle schon am Ende angekommen waren, im Großen und Ganzen. Aber wir machen jetzt wieder exakt das Gleiche, was wir die letzten 4 Wipes auch gemacht haben. So, es wird sich nichts jetzt großartig verändern. Es hat nichts großartig Neues dazugebracht. Das Einzige, was absolut neu für uns jetzt sein wird, ist, dass wir halt bis zu Level 20 keinen Flea Market haben werden. Das ist für die meisten Leute nach 4 Wochen nicht mehr relevant. Und dann haben wir immer noch 5 Monate Wipe vor uns. Ich weiß nicht, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, das ist jetzt momentan einfach nicht mehr so das Ding, dass einfach ein bisschen mehr Content dazukommen muss, gerade auch in Richtung Endgame-Content. Ich hoffe, dass bei den neuen Quests auch was in diese Richtung dazukommt. Im Großen und Ganzen habe ich so jetzt das Bauchgefühl, dass ich einfach sage, mir fehlt ein bisschen was. Mir fehlt ein bisschen was in Tarkov und wir haben jetzt sehr, sehr lange auf diesen Patch gewartet, der immer wieder mal nach hinten geschoben wurde. Es hieß immer wieder soon, soon, immer wieder und immer wieder. Und haben das jetzt bekommen. Tarkov wird immer noch Spaß machen. Tarkov ist immer noch ein geiles Game. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber das ist, ich sage es euch so, wie es ist. Das hier ist so circa 70%, was ich mir erhofft habe von diesem Patch. Also 60-70%, was ich mir erhofft habe. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass noch mehr Sachen mit reingekommen wären. Sagt mir gerne, was eure Meinung dazu ist. Ne? Ganz klar, ich bin nur ein Streamer. Ich weiß, das Game ist nicht für mich gemacht. Ich weiß, da sind einige Leute, die wahrscheinlich gerade schon diesen Kommentar wieder löschen müssen. Du bist ein Streamer, du musst, ne? Nee, ist klar. Ich weiß, dass ich den einfach im Gegeben der Zeit, dass ich wahrscheinlich den Endpunkt oder den Kappa wahrscheinlich schneller erreichen werde als die meisten Leute, einfach weil ich verdammt viel Zeit habe, das Game zu spielen. Aber mich würde es einfach mal auch interessieren, was ihr dazu sagt. Ich würde es mir wünschen, wenn da noch ein bisschen mehr gekommen wäre. Ich möchte einfach, dass Tarkov durchzieht so langsam mit den Updates und dass einfach mehr kommt, dass ich mehr zu tun habe, dass wir alle mehr zu tun haben, ein bisschen mehr Spaß haben.
Und ja, sagt mir gerne, was ihr davon haltet, oder schaut heute gerne auch einen Livestream vorbei. Ich denke mir sicher, dass wir dieses Thema sehr intensiv heute in meinem Stream behandeln werden, weil ich auf jeden Fall Bock habe, diese Konversation sehr intensiv zu führen, so rum. Und ansonsten, meine Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall einen geilen Start in den Vibe und ich wünsche euch verdammt gute Raids und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Macht es gut und ciao, ciao.